9000 Kilometer. Das ist grob die Distanz, die Deutschland von Japan trennt. Falls man also als Deutscher in Japan lebt und die eigene Küche vermisst, ist es nicht so einfach, schnell mal von Japan nach Deutschland zu fliegen und wieder zurück. Daher möchte ich heute wissen, welche deutschen Lebensmittel es in Japan gibt, wie leicht es ist, an sie heranzukommen und welchen Preis man dafür zahlen muss. Ja, wir beginnen unseren Tag mit Bakwan, denn das ist, glaube ich, der Weg, wie ein Deutscher den Tag starten würde. Ich bin hier bei einer japanischen Bäckerei und frage die mal, ob sie eine Brezel für mich haben. An meine Brezel bin ich jetzt leider nicht rangekommen. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zur nächsten deutschen Bäckerei hier in Tokio. So, wir sind hier jetzt in der deutschen Bäckerei. Thüringer Wald heißt sie. Ja, ich habe hier den Inhaber, den Meisterbäcker. Können Sie sich kurz vorstellen den Leuten? Mein Name ist Frank Winterberg. Wie lange sind Sie schon in Japan als Bäcker tätig? 23 Jahre. 23 Jahre, wow. Was würden Sie sagen, ist das Besondere an Ihrem Laden hier im Vergleich zu anderen? Alte Schule, deutsche alte Schule, noch richtig 100% Sauerteig, keine fertigen Mehle, sondern alles selber mit der Hand gemacht. Alles Handarbeit. Und auch den Sauerteig selber entwickelt. Und Wie schätzen Sie allgemein deutsches Essen in Japan ein? Gibt es da eine große Auswahl? Wie ist die Qualität da so? Deutsches Essen in Japan ist schwierig. Ich meine, ich komme aus Thüringen, wir essen so ein bisschen würziger. Wurst können die Japaner nicht machen. Mich würde interessieren, aber die Brezel, die sieht in Deutschland dann schon diese typischen Laugen. Die Laugen sind gefährliche Säure. Wie sind die Bestimmungen in Deutschland? Du brauchst einen extra Raum, du brauchst extra Kleidung und brauchst einen speziellen Mann. Also kann dich als kleiner Bäcker keiner leisten. So, ich würde sagen, jetzt gibt's deutsches Brot. Zum Thema deutsche Süßigkeiten in Japan werde ich übrigens im nächsten Video Japaner deutsche Süßigkeiten testen lassen. Auf der Straße. Und zwar welche, die sie noch nicht kennen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. So, da bin ich jetzt hier, um das Brot zu testen. Nur euch zu sagen, wie viel das gekostet hat. Ich habe mir drei Sachen geholt, die mich insgesamt 13,50 Euro gekostet haben. Also das ist schon ordentlich. In der deutschen Bäckerei, wenn du drei Sachen kaufst, so viel kostet das in der Regel nicht. Aber ich glaube, es hat alles seinen guten Grund. Schauen wir erstmal, was die Brezel kann. Wie gesagt, die Brezel ist jetzt keine Laugenbrezel. Ne? Da gab es ja die Erklärung gerade, mit Lauge arbeiten ist ein bisschen schwierig. Vor allem als kleiner Bäcker, wenn man jetzt nicht das Riesenkapital hat, ist es schwierig, dafür extra Raum bereitzustellen und so weiter. Und deswegen ist das in dem Fall eine Brezel mit Sesam. Ziemlich klein, ziemlich süß. 250 Yen, schon ordentlicher Preis. In Deutschland kriegst du eine normale Laugenbrezel ja für 70 Cent oder 1 Euro wahrscheinlich mittlerweile. Ja, schauen wir mal, was sie kann. Ja, und die ist gut. Der Teig ist richtig gut. Schön fluffig innen auch, finde ich. Ein guter Teig. Sesam passt gut dazu. Ich kann verstehen, warum es ein bisschen teurer ist. Man hat auch gehört, ne, das wird ja alles per Handarbeit gemacht. Ich habe eine Brezel bekommen. Nicht ganz so, wie ich gedacht hätte, aber ich habe eine Brezel bekommen. So, als zweites hier eine Bratwurstsemmel. Ziemlich in kleinerer Version, sage ich mal, in japanischer Größe. 650 Yen. Hier hat man in dem Fall die Wurst aus Amerika, meinte der Frank, weil du in Japan keine ordentliche Wurst kriegst und nach Corona Import nicht mehr möglich war aus Deutschland. Davor wurde es aus Deutschland importiert. Und ein bisschen Käse. Schauen wir mal. Jo, das Brot ist einfach das Gute. Das Brot ist lecker. Die Wurst ist auch gut. Das ist schon eine ordentliche Wurst. Könnte vielleicht noch ein Ticken knackiger sein. So, dann zu guter Letzt das Vollkornbrot. Das teuerste, das hat ungefähr 1200 Yen gekostet. Wie gesagt, in Deutschland kriegst du es natürlich günstiger.
Geh mal rein. Es macht auch einen super Eindruck von außen, schön krustig. Ich beiß einfach mal rein. Boah, das schmeckt echt wie in Deutschland. Das ist ein Geschmack, den hast du selten in Japan. Wenn du Brot in Japan hast, dann eher süßer, sehr weich. Das erinnert mich sehr an Deutschland, also ist für das, was es ist, mega stark. Also kann ich nur loben in der Stelle. Ein Stück Deutschland in Japan. Wir gehen mal weiter zum nächsten Laden und schauen mal da, was es im alltäglichen Leben an Deutschen in Japan gibt. Ja, und wenn es um das alltägliche Leben geht, dann ist der 7-Eleven genau der richtige Ort. Ein Convenience Store, wie auch andere Ketten in Japan, der 7-mal die Woche 24 Stunden geöffnet hat. Also zugänglicher geht es gar nicht. Ein Ort, den Japaner auch jeden Tag betreten. Und ich bin mal gespannt, was Japaner im alltäglichen Leben an deutschen Lebensmitteln kaufen können. Let's go. So, da haben wir doch was hier. Haribo Goldbeeren und Haribo Super Mario. Nehmen wir uns doch mal eins davon mit. Probieren wir das mal. Ich mach's. Ja, also für diese Mini-Packung, 80 Gramm sind da nur drin. Es hat dafür 213 Yen gekostet. In Deutschland gibt es ja diese Standard-Haribo-Verpackung in den Supermärkten. Sind so 170 Gramm, glaube ich. Und die kriegst du für den gleichen Preis ungefähr. Schauen wir mal, ob das Ganze auch nach Deutschland schmeckt. So, da sind die Bärchen. Gehen jetzt rein hier. Let's go. Ja, also ich schmecke auf jeden Fall die japanische Süße daraus. Nein, Spaß, natürlich, es schmeckt genauso wie in Deutschland, ist ja klar. Finde ich cool, dass es Haribo auch in Japan gibt. Kaufe ich mir eher weniger, weil es dann schon ein bisschen teurer ist im Vergleich zu anderen Süßigkeiten, die es in Japan gibt. Wir gehen aber jetzt mal wohin, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Auswahl haben. Die bekannteste deutsche Süßigkeit in Japan, Baumkuchen. Ja, Baumkuchen ist in Japan wirklich mega beliebt. Ich hatte es tatsächlich vergessen aufzunehmen, so beliebt ist es, weil ich schon gar nicht mehr daran denke, dass es eine deutsche Süßigkeit ist. Es ist in Japan gefühlt mehr da als in Deutschland. Also es gibt wirklich in jedem Convenience Store das ganze Jahr. Ich habe in Deutschland das Gefühl, dass es auch oft so ein Ding zur Weihnachtszeit ist und so. Warum ist Baumkuchen in Japan so beliebt, könnte man sich da die Frage stellen. Es liegt daran, dass vor ca. 100 Jahren ein deutscher Bäcker, Karl Juchheim, in Japan das Rezept verbreitet hat, diesen Baumkuchen verbreitet hat. Und die Japaner lieben einfach so weiches Gebäck. Ne? Baumkuchen ist das schön weich, schön teigig und deswegen, das kommt in Japan super an, hat sich behauptet. In Deutschland ist es ja mit Schokoglasur so meistens, in Japan oft ohne. Okay. Richtig cooler Snack. Richtig lecker. I like it. Baumkuchen in Japan. Das Ganze hat 190 Yen sogar gekostet, also das ist ein Preis, der würde in Deutschland wahrscheinlich genauso viel kosten. Wir machen weiter beim nächsten Supermarkt. Ja, eine breitere Auswahl erwartet mich vor dem Supermarkt, vor dem ich stehe. Das ist eine Supermarktkette, die gibt es öfters in den japanischen Großstädten, vor allem eben hier auch in Tokio. Die heißt Seizo Ishii. Soll es auch viel europäische Sachen geben. Das ist die Besonderheit. Wir schauen mal, was es da alles am Deutschen gibt. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir denn hier? Ein deutsches Bier vielleicht? Hier haben wir doch was. Hofbräu Oktoberfestbier. 725 Yen, also mit Steuern. Okay, das hat es schon in sich. Und man hat Franziskaner für 769 Yen. Jakobi Weißbier ebenfalls 769 Yen. Ja, also so wird schnell auch Bier zu einem edlen Getränk. Das hat alles natürlich mit den Importpreisen zu tun. Es wird ja alles importiert und dementsprechend kostet es halt so viel. So, dann haben wir hier noch Jägermeister. 1.969 Yen. So, was haben wir denn da? Truppe der Drohne hier. 195 Yen. Ich glaube, es ist gar nicht mal viel teurer als in der Schweiz. Gibt's auch. Dann haben sie tatsächlich auch Rittersport. Okay, das ist aber krass. Erdbeerjoghurt für 432 Yen. Aber das ist deutlich, deutlich teurer als in Deutschland. Also wer deutsch naschen will, der muss ordentlich ins Portemonnaie greifen. Ich glaub's nicht. Die haben ja auch einfach Leibniz-Kekse. 411 Yen für so eine Zoo-Kekspackung. Aber krass, dass das gibt. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Dann habe ich einfach in einem Regal deutsche Gewürzgurken von drei verschiedenen deutschen Marken gefunden. Alle so um die 500 Yen. Und darunter noch Sauerkraut von zwei verschiedenen Marken für ungefähr 600 Yen.
Also nicht schlecht. Ich will noch mal zum Kontrast in den ganz normalen japanischen Supermarkt gehen und mal genau gucken, ob es da irgendwas gibt, was deutsch ist. Schauen wir mal. Okay, jetzt habe ich wirklich was sehr Unerwartetes entdeckt. Einfach hier in einem typischen japanischen Supermarkt finde ich hier Pumpernickel. Richtiges deutsches Brot, Pumpernickel und Proteinbrot. Wahnsinn! Mistemacher Vollkornbrot gibt es auch hier in der Tüte. 602 Yen dafür, aber ist auch Bio. Hätte ich hier nicht erwartet. Hier wird sogar erklärt, was Bio ist, ne, auf Japanisch, was biologisch bedeutet. Wir Deutschen, wir sind überall. Es gibt aber noch ein Produkt, was ursprünglich gar nicht aus Deutschland ist, aber was ich schon sehr mit Deutschland assoziiere. Es handelt sich nämlich um Nutella. Schade nur, dass die Verpackung so mini ist, dass ich die nach einem Tag schon gefühlt weg habe und dass es 408 Yen kostet. Kein Nutella für mich in Japan. Schaut euch doch mal an, wie mini das ist. Wie klein ist das? Guck mal, das ist meine Hand. 200 Gramm sollen das sein. Abendessen gehen wir heute zum Restaurant Schmatz. Schmatz ist ein Laden, wo ich schon mal war. Wer sich erinnert, mit Lukas, liebe Grüße gehen raus. Es ist einfach ein Laden, an dem kein Weg vorbeiführt. Reingehen in den Laden. Schauen wir mal, was es gibt. Das ist ein Nomimono, wow. Weizen. Das ist Mass. Erstmal hier das Weizen am Start. Gönnen wir uns mal das Bier. Boah, richtig gut. 990 Yen für die Größe in dem Fall. Vom Preis her, wenn man sich die Preise anguckt, würde ich sagen, dass es im Vergleich zu anderem deutschen Essen, zu deutschen Restaurants, die dann teilweise auch ein bisschen gehobenerer sind, eher noch preiswert ist, ne? wo man mal hingehen kann. Genau, aber ja, in Deutschland würdest du es an sich schon günstiger kriegen. Mal schauen, was die Qualität so zeigt. So, als erstes angekommen Sauerkraut für 440 Yen und dann Leberkäse. Und das finde ich spannend. Die haben da Gorgonzola-Soße drauf gemacht und das frittiert. Und das ist so im Spieß. Ne? Das ist so eine japanische Art und Weise, das auch zu essen. Also hier wurde bis in Deutschland und Japan kombiniert. Schauen wir mal, was der Geschmack so macht. Ich werde jetzt den Sauerkraut erstmal essen. Sieht interessant aus. Ist ein solider Sauerkraut. Habe ich das Gefühl, der Deutsche ist noch mal ein bisschen saurer, juiciger, saftiger, saurer. Aber ich finde, es ist trotzdem solider Sauerkraut. Leberkäse. Ja, das passt gut zusammen. Das ist halt jetzt nicht 100% authentisch deutsch, aber es ist trotzdem lecker. Da ist das nächste Gericht angekommen. Nürnberger Bratwürste mit Senf und bisschen Speck und Kartoffeln unten. Es ist ein solides Gericht. Es haut mich jetzt nicht komplett um, weil die Wurst an sich ist gut. Ja, da passt alles. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesem Senf hier. Also ich finde es besser, wenn wir einen richtigen scharfen Senf haben bei Nürnberger Bratwürstchen. 1380 Yen finde ich es noch in Ordnung. Insgesamt fällt die Bewertung eher so mittel aus. Das war's nochmal hier von Schmatz. Insgesamt würde ich sagen, dass die Preise auch so wie in Deutschland ungefähr sind. Man dafür vielleicht ein bisschen weniger Authentizität kriegt. Ne? Also es ist alles ein bisschen anders und vielleicht jetzt nicht ganz so fettig wie in Deutschland. Und manche Sachen mag ich in Deutschland mehr, manche Sachen gefallen mir hier auch sehr gut. Deswegen würde ich das auf jeden Fall als Konzept weiterempfehlen. Hier kriegt man leckeres Essen. Und ich glaube, es funktioniert einfach im Japan Mainstream und dafür ist das Konzept super. Also ja, ich kann weiterhin nur sagen, viel Erfolg den beiden Gründern. Sehr inspirierend. Das war das, was man an deutschem Essen in Japan finden kann. Vielen Dank, lasst ein Abo da, macht's gut und Peace!